بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, ich grüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unser Anliegen ist es, wie ihr sicherlich schon gesehen habt, zu dieser Religion zu rufen, zu diesem Weg. Allah sagt im Koran: "Uddu ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'izati al-hasana wa jadilhum billati ahsan." Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Bei diesem Aufruf haben wir es gewöhnlich mit mehreren Gruppen zu tun. Wir haben es mit Ungläubigen zu tun, also Leute, die sich nicht dem Islam zuschreiben, vielmehr Leute, die sich nicht dem Islam zuschreiben, wie beispielsweise Hindus, Christen und so weiter. Wir haben es mit Leuten zu tun, die Muslime sind, die aber ungehorsam Gott gegenüber sind, die viele schlechte Dinge tun, die Alkohol trinken und so weiter. Wir haben es mit anderen Muslimen zu tun, die Akida-Fehler haben, und wir versuchen alle diese Dinge mit der Erlaubnis allmächtigen Gottes zu verbessern und bitten Allah, uns und euch auf den geraden Weg zu leiten. Ich habe, wie ihr wisst, gibt es leider viele Leute, die in die Fänge des Satans geraten sind und versuchen diese Dawa, diesen Aufruf zum Islam zu stoppen. Und anstatt zu der Wahrheit aufzurufen, versuchen sie, die Leute zu stoppen, die zu der Wahrheit aufrufen, die Menschen zum Islam aufrufen. Das ist die Sunna von Allah, denn Allah sagt im Koran: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوٍ شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَجِنٍ. Und genauso haben wir für jeden Propheten Satane bestimmt, von den Menschen und von den Dschinn. Und das heißt natürlich, dass derjenige, der zu dem Weg des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ruft, auch Feinde haben wird. Und Allah sagt auch der Prophet Sassim sagt in einem Hadith, der von Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtet wird: Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Allah, der Prophet, hat uns einen Strich gemalt. Thumma khatta khutut an yamini wa an shimali. Dann hat er rechts davon und links davon Striche gemacht. Und er hat gesagt, dieser Strich, dieser große, ist der Weg Allahs. Und daneben sind viele kleine Striche. Und an jedem Strich davon, an diesen kleinen Wegen, ist ein Shaitan, der dazu aufruft. Das heißt, im Namen des Islam gibt es Leute, die zu falschen Glaubenslehren aufrufen. Wir müssen zunächst wissen, was ist die richtige Glaubenslehre. Der Prophet Sassam sagt in einem Hadith, der Hassan überliefert wird, sagt er: Sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi nar illa wahida. Diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten, alle sind im Feuer außer einer. Wenn wir sagen, alle sind im Feuer, dann heißt das erstmal nicht, dass diese Leute, diese Gruppen für alle Ewigkeit im Feuer sind. Es heißt auch nicht, dass sie unbedingt ins Feuer gehen werden. Es geht nur darum, dass diese Gruppen auf dem falschen Weg sind. Und es ist eine Warnung vom Gesandten Allahs und eine Motivation, den wahren Weg zu suchen. Was ist der Beweis dafür, dass es nicht unbedingt heißt, dass derjenige für immer in die Hölle geht? Der Beweis dafür ist, dass der Prophet Sassam sagt: As-Sariqu fil nar, As-Zaniu fil nar. Der klaut, ist im Feuer. Der Zina macht, ist im Feuer. Aber wir wissen, dass beispielsweise durch die Tauba oder auch durch andere guten Taten, die er vielleicht im Diesseits gemacht hat, dass es sein kann, dass die Sünden verziehen werden. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wenn einer mit Iman gestorben ist, dass er am Ende aus der Hölle rauskommen wird. Durch beispielsweise die Fürsprache von anderen Leuten und so weiter. Dann sieht man natürlich, dass dann Leute versuchen auch, uns anzugreifen und versuchen, irgendwelche Quatsch zu erzählen. Und im Allgemeinen ist es meistens so, dass die Argumente entweder Lügen sind, die über uns erzählt werden, das ist die erste Gruppe, oder wenn es keine Lügen sind, dann hatten wir uns meistens mit vier verschiedenen Arten von falscher Beweisführung zu tun. Das erste ist, dass schwache Hadithe benutzt werden. Das heißt, wie im Islam, wir haben es zu tun mit dem Koran und mit der Sunna.
Und die Sunna, wir nehmen natürlich nur authentische Hadithe. Weil es gibt beispielsweise Aussagen, die dem Propheten zugeschrieben werden, die aber erfunden sind, die Lügen sind. Und die Muhaddithun, die Gelehrten der Hadithwissenschaft, haben diese Dinge schon ausfindig. Und das geht natürlich dann darauf trifft natürlich dann der Hadith, wo der Prophet sagt, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Wer absichtlich über mich lügt, wird seinen Platz in der Hölle einnehmen. Dann, also erstens waren es falsche Behauptungen, zweitens schwache Hadithe, mit denen man nicht beweisen darf, was haram ist im Islam. Drittens Aussage von Gelehrten, die sich irren können. Denn natürlich gibt es Gelehrte, die eventuell eine bestimmte Meinung vertreten haben und darin einen Fehler gemacht haben. Und man kann natürlich nicht einen Gelehrten nehmen und sagt dann, na guck mal, wir haben ja hier einen Gelehrten, der hat so und so gesagt. Ja? Dann viertens, Aussagen, die nicht explizit sind. Du bringst beispielsweise eine explizite Aussage von Koran und Sunna, wo genau steht so und so, und er versucht, diese Aussage zu widerlegen mit einer impliziten Aussage, in einer interpretierungsbedürftigen Aussage. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Man kann eine explizite Aussage nicht mit einer impliziten Aussage abrogieren. Dann die nächste Sache ist, eine Aussage, die unpassend ist. Ja, du erzählst praktisch von irgendeiner bestimmten Sache und kommt mit einem Hadith, der mit dieser Sache eigentlich gar nichts zu tun hat. Und ich werde das jetzt hier illustrieren, wie hier vorgegangen wird. Das hat jemand, Tabibi oder Talibi oder so, ein junger Muslim, hat über mich ein Video gemacht, wo er von mir warnt und verschiedene Dinge bringt. Und leider merkt man, dass der Bruder wirklich gar keine Ahnung, kein großes Wissen vom Islam hat. Als erstes sagt er, dass wir sagen würden, also Pierre Vogel und Co. sage ich jetzt mal, weil ich sage ganz von vornherein, wir sind keine Wahhabiten, wir sind Muslime, Punkt. Wir rufen nicht dazu auf, Muhammad ibn Abdul-Wahhab zu folgen, wir rufen dazu auf, dem Propheten Muhammad zu folgen. Und Muhammad ibn Abdul-Wahhab ist ein Gelehrter des Islam gewesen, der, wie alle anderen Gelehrten, Fehler machen kann und richtig liegt. Da, wo sein Wort mit Koran und Sunna übereinstimmt, nehmen wir sein Wort. Da, wo sein Wort nicht mit Koran und Sunna übereinstimmt, nehmen wir sein Wort nicht. Und es gibt wesentlich größere Gelehrte als Muhammad ibn Abdul-Wahhab, wie beispielsweise Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, und Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, die ohne Zweifel wesentlich größeres Wissen hatten als Muhammad ibn Abdul-Wahhab. Aber man will uns gerne in so eine Sekte hineinschieben, wie alle anderen Sekten, ja, aber wir sind keine Sekte, weil alle anderen Gruppen, die haben irgendwie jemanden, einen Guru, dem sie blind folgen, und so ist es bei uns nicht, sondern wir folgen blind dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wir folgen als Gruppe den Sahabern. Okay. Dann sagt er, wir würden sagen, und das ist die Lüge erstmal, wir würden sagen, es ist verboten, das Grab des Propheten zu besuchen. Und das wäre Schirk. Und das ist totaler Schwachsinn. Weil ich habe selber schon das Grab des Propheten besucht. Und wer sagt, dass es verboten ist, das Grab des Propheten zu besuchen, hat keine Ahnung vom Islam. Das heißt, es ist genau so, er versucht mich zu widerlegen, indem er sagt, guck mal, Pierre Vogel sagt, es ist verboten, das Grab des Propheten zu besuchen. Und wir sagen gar nicht, es ist verboten, das Grab des Propheten zu versuchen. Ich habe das Grab des Propheten schon selber besucht. Ja, also was ist das für eine Aussage? Es ist genauso, als wenn ich sagen würde, ja, es ist verboten, Salat al-Fajr in der Moschee zu beten. Und dann sagen alle, ja wie, Salat al-Fajr in der Moschee zu beten? Der hat es doch nicht mal, warum sagt er das? Ja, aber ich sage das gar nicht. Demnächst kommt jemand, ja, Pierre Vogel hat gesagt, es ist verboten, vor dem Gebet Wudu zu machen. Man muss das zu Hause machen, man darf es nicht direkt vor dem Gebet machen. Dann sagen alle, ja, hier, der hat ja gar keine Ahnung, nur es ist etwas, was ich gar nicht sage. Im Gegenteil, wie gesagt, ich war selber beim Grab vom Propheten und ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, wenn er in der Moschee des Propheten ist, das Grab des Propheten besucht. Der Bruder, der hier gegen mich geredet hat, sollte er sich mal Gedanken machen, wo er diese Fehlinformation her hat. Weil das kann ja dann nur sein, dass Leute über uns Lügen erzählen, die nicht wahr sind. Und dann muss er sich fragen, ob er diesen Leuten überhaupt vertrauen kann in dem Wissen, was sie ihm vermitteln. Okay, dann kommt er mit einem Hadith und will damit beweisen, dass das, was wir sagen, falsch ist. Erstmal habe ich sowieso schon gesagt, wir sagen sowieso, man kann das Grab des Propheten besuchen. Aber hier geht es um eine entscheidende Sache. Das, was Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagt, ist, dass man, wenn man eine Reise macht, diese Reise nicht mit der Absicht machen soll, das Grab des Propheten zu besuchen, sondern dass es richtig ist, die Reise zu machen mit der Absicht in erster Hinsicht, die Moschee des Propheten zu besuchen.
Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sinngemäß gesagt, und dieser Hadith wird in Bukhari und Muslim überliefert, dass, also in Bukhari wird dieser Hadith überliefert, dass die Reise nur erlaubt ist zu drei Moscheen. Und dann nennt er die Moschee Al-Aqsa, die Masjid Al-Haram und die Masjid Al-Nabawi. Das heißt natürlich nicht eine normale Reise, sondern die Reise in diesem Sinne, im religiösen Sinne. Deswegen sagen wir, wenn wir eine Reise machen, um Gott zu dienen, in diesem Sinne, dann sollen wir die Moschee beabsichtigen, nicht das Grab. Und natürlich können wir im Hinterkopf haben, dass wenn man dann in der Moschee ist, dass man dann das Grab besucht. Und das ist eine ganz normale Sache. Dann kommt er mit einem Hadith und will damit beweisen, dass es richtig ist, das Grab zu besuchen. Okay? Wir haben schon gesagt, natürlich kann man das Grab besuchen, aber er kommt mit einem Hadith, angeblicher Hadith, und sagt, Man zara kabri wajabat lahu shafa'ati. Und jetzt kommt die falsche Übersetzung, woran ich merke, dass er wahrscheinlich kein Arabisch kann. Wer mein Grab besucht, für den werde ich im Jenseits Fürsprache einlegen. Ja, und diese Übersetzung bedeutet, dass der Prophet von sich selber Fürsprache einlegt. Aber hier ist etwas anderes. Die Übersetzung müsste eigentlich läuten, wer mein Grab besucht, für den wird meine Schäfer zur Pflicht. Das heißt, dass Allah dem Propheten die Schäfer gibt und Pflicht macht. Aber dieser Hadith wird, angeblicher Hadith, wird in Darakutni überliefert. Und wir haben Hadith-Wissenschaft und wir sehen in dem Isnad, in der Überlieferungskette, dass dort Musa ibn Hilal al-Abdi ist. Und deswegen ist dieser Hadith falsch. Und man darf mit diesem Hadith nicht argumentieren. Das heißt, derjenige, der dir erzählt hat, nimm diesen Hadith, wir kommen hier mit Mathematik. Hadith-Wissenschaft ist keine Zauberei hier. Wir haben diese Person hier drin, die falsch ist, die von dem Muhadithun abgelehnt worden ist. Das heißt, du beziehst dich auf einen Hadith und das ist haram. Das heißt, wenn du jetzt diese Sache weitererzählst, dann lügst du über den Propheten, weil du sagst, der Prophet hat das erzählt und er hat es nicht erzählt. Jetzt kommt die nächste Sache. Dann sagt er weiter, also damit haben wir diese Sache auch schon mal widerlegt, und dann musst du dich fragen, die Schuyuch, die dir solche Informationen geben, ja, man zara kabri wajabat lahu shafa'ati, ob man diesen Leuten vertrauen kann. Und wir sagen, unabhängig von dem Hadith oder nicht, man kann das Grab des Propheten besuchen. Dann sagt er, und du stehst vor dem Grab des Propheten und sagst, Assalamu alaikum ya Nabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Und dann kommen die Wahhabiten und sagen, jetzt bist du Muschrik. Wer hat gesagt, und da hat man dich schon wieder angelogen. Guck mal, alle Behauptungen, die du bisher gebracht hast, ja, ist erste, also wir hatten ja 5 Kategorien. Zweimal die erste Kategorie, dass du 2 falsche Behauptungen aufstellst. Denn keiner sagt, wenn man zum Propheten sagt, Salamu alaikum wa rasulullah, dass das Schirk ist. Keiner. Weil der Prophet sagt selber, macht den Salam auf mich, denn der wird mir zugesandt. Man salla alayya wahidatan, sallallahu alayhi ashran. Wer über mich den Segensruf bringt, dem macht Allah den Segensruf 10-mal und so weiter. Und dass ihm freitags dieses Salam übergebracht wird. Und deswegen, wir sagen nicht nur im Grab Salam, ich kann auch von hier sagen, Salamu alayka ya Rasulullah. Und Schirk jetzt? Nein, ist kein Schirk, weil es ist gar keine Anbetung, sondern es ist ein Gruß, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überbracht wird. Ja, so. Und das heißt nicht, dass er das hört, sondern im Hadith steht nicht, er hört den, sondern es steht, um genau zu sein, detailliert zu sein, es wird ihm überbracht. Das kannst du, Bruder, ruhig nachprüfen. Gut, also das ist dann die nächste Lüge. Wir sagen nicht, dass das haram ist, sondern wir sagen, es ist haram, den Propheten anzubeten. Wenn jemand vor dem Grab steht und sagt, oh Gesandter Allah, es gibt mir ein Kind, das ist was man für Allah widmet. Oh Gesandter Allah, es verzeih mir meine Sünden. Man bittet Allah um Vergebung. Und diese ganzen Sachen. Aber wenn ich vor dem Grab stehe und sage, Assalamu alaikum ya Rasulullah, Assalamu alaikum ya Khalilallah, Assalamu alaikum ya Khaira Khalkillah, das ist gar kein Problem. So, da sagt kein Mensch was für. Also hat man dich wieder angelogen und du verbreitest gerade Lügen. Deswegen würde ich dir mal vorschlagen, weil das ist eine große Sünde. Ja, du machst hier gerade Buhtan und das ist eine der großen Sünden ist. Das ist schlimmer als Riba. Das heißt, der Prophet sagt, Atadurum el Riba, wisst ihr, was Riba ist? Ja, dann sagt er, Vikru Achak bima yakrau, dass du deinen Gefährten, dein Bruder erwähnt mit das, was er nicht verabscheut. Und dann sagen die Gefährten, Ara'aita law kana fi akhi ma aqul. Nehmen wir an, in meinem Bruder, der macht wirklich das, was ich sage. Dann sagt der Prophet, In kana fi ma taqul, fakat ikhtabtahu.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَا تَقُولُ فَكَتْبَ حَتَّهُ. Dann hast du Buhtan gebracht. So, das ist eine große Sünde. Und der Prophet Sassim sagt, wurde gefragt, أَيَكْذِبُ الْمُسْلِمُ? Er sagt, nein, der Muslim lügt nicht. Das heißt, du lügst gerade. Ja, weil wir sagen das nicht. Im Gegenteil. So. Und da sieht man auch wieder, dass deine Leute, die dir erzählen, dass wir das sagen, dich schon wieder angelogen haben. Musst du dich fragen, ob die überhaupt vertrauenswürdig sind. Bei Muhaddithun zur früheren Zeit hätte man sie jetzt schon disqualifiziert. So, dann sagst du, sie sprechen ohne Beweise. Aber bisher sprichst du ohne Beweise. Weil alles, was du bisher gebracht hast, ist Lügen, die man dir erzählt hat. Und einen Hadith, der matruk ist. Und wenn du weiter daran festhältst, dann wird auf dich der Hadith zutreffen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wer absichtlich über mich lügt, wird in die Hölle rein, wird seinen Platz in der Hölle einnehmen. Deswegen würde ich dir den Tipp geben, diese Sache rauszunehmen. Dann nächste Sache. Dann sagt er, ja, wenn man Ja Muhammad sagt, wenn man Ja Muhammad sagt, das wäre Schirk. Wir sagen nicht, wenn man Ja Muhammad sagt, das ist Schirk, weil der wieder deine nächste Lüge und du bist immer sehr, ihm sehr unpräzise. Denn wir sagen zum Beispiel, hat der Prophet uns im Tashahud beigebracht, Wassalamu alayka, ya ayyuhan Nabi, und Friede sei auf dir, o Prophet Allahs. Hat der Prophet uns im Tashahud beigebracht. So, aber was verboten ist, ist, wenn ich den ja, Ausdruck Ja Muhammad benutze, als Anbetung für Muhammad. O Muhammad, helf mir. O Muhammad, weil das ist eine Istiratha, und du hast gesagt, wir reden ohne Beweise, wir reden mit Beweise. Und Istiratha ist eine Ibadah. Und Ibadah darf man nur Allah widmen. Und Allah sagt im Koran, wa'budullah, diene Allah. Und was ist das Gegenteil von dien? Wala tushriku bihi shay'a, und mache keinen Shirk. Und Allah sagt in Surah 4, Vers 48, wa may yushrik billahi, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nari, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Und wer Allah Shirk begeht ihm gegenüber, einen anderen anbetet, ja, dem, was wird mit dem passieren? Ja, der für wen wird Jannah haram gemacht, ja, und seine Bleibe wird das Feuer sein, und im Jenseits hat er keinen Verlierer. Das heißt, wenn ich diesen Begriff Ja Muhammad, Ja Nabi Allah benutze für eine Anbetung, und zu der Anbetung gehört die Istiratha, denn Allah sagt im Koran, wa istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, und wenn sie deinen Herrn um Hilfe anrufen, dann wird er angenommen. Und was ist mit dem Hilferuf gemeint? Hiermit ist der Hilferuf gemeint, der Rero Tabi'i ist, der unnatürliche Hilferuf. Wenn ich da vorne jemanden sehe, ja, und ich sage, ich bin am Ertrinken und ich rufe ihn, dass er mir helfen soll, ist das etwas anderes, das ist keine Form von Ibadah. Aber wenn ich jemanden um Hilfe rufe in etwas, wo er mir nicht helfen kann, ich sage zum Beispiel, O Gesandter Allahs, verzeih mir meine Sünden. Oder ich sage, O Gesandter Allahs, rette mich hier aus dem Meer. Ist eine Sünde. Ist eine Schirktat, weil ich ihn um etwas bitte, was er mir nicht geben kann, wo ich Allah rufen muss. Hier kommen einige damit, dass Ibrahim die Engel gerufen hat, ja? Aber der Engel war da gewesen und Ibrahim hat ihn wahrgenommen. Genauso wie wenn ich am Ertrinken bin und ich sehe jemanden, der am Meer steht und der mir helfen kann. Aber wenn ich hier rufe und irgendjemand liegt im Grab in Afrika, 10.000 Kilometer, und ich sage zu ihm, helfen mir, das ist Schirk. Und Allah hat uns etwas Besseres gegeben, hat uns geehrt, dass wir ihn sofort anrufen, dass wir sagen, oh Allah, helfe mir. Und das ist eine gottdienstliche Tat, denn was ist eine Ibadatat? Kullu ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-amali wa aqwali al-zahiratu wal-batina. Alles, was Allah liebt und ihm wohlgefällig ist, von den offensichtlichen von den Taten und Worten, die offensichtlich und verborgen sind. Das ist eine gottdienstliche Tat. Deswegen muss man hier diese Ya Muhammad-Begriff, muss man es erstmal genau erläutern, was man damit meint.